Hallo und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft Legion und der fröhlichen Priesterin, mit der das ja hier unglaublich gut klappt. Übrigens, ja, danke schön. Übrigens, wenn ihr den Anfang sehen wollt von der Priesterin, findet ihr in der Playlist, müsste Folge 1 im Prinzip bis Folge 10 gewesen sein. Und dann bin ich auf die Hexe umgesprungen. Also bis Folge 10. Spiele ich an der Priesterin rum und bin da bei Magula stehen geblieben. Und da haben wir ja in der letzten Folge auch direkt weitergemacht. Ich habe jetzt noch die leeren... Also ich quäl mich hier, ne? Ich weiß nicht warum. Warum ist das so schwierig hier für mich mit ihr? Ich bin zu blöd wahrscheinlich einfach. Das kann natürlich sein. Ich kann ja mal diesen hier machen. So, jetzt erneuern wir das, erneuern wir das. Jetzt kann ich aber den leeren Blitz auch noch machen zwischendurch. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst drücken soll, ey. Das ist so mein Problem. Im Grunde will ich ja Schattenwort Schmerz aufrechterhalten. Und Vampirberührung muss ich eigentlich doch auch aufrechterhalten. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier alle machen soll, ey. Das macht mich wahnsinnig. Ey, das macht mich gaga. Und ich sollte vielleicht auch mal in Richtung von Tränen der Elune gehen. Und nicht hier hinten in dem Feld hier so rummachen. Ja. Aber was willst du denn jetzt? Grundgütiger. Deiner Nullgebrüll, dass du dich meldest. Meine Fresse, ey. So, ja, was jetzt? Genau, jetzt stehe ich wieder da und kann nur Gedankenschinden machen. Das macht jetzt nicht wirklich viel Schaden. So, jetzt kann ich das aktivieren. Kann ich den leeren Blitz doch eigentlich gleich hinterher schießen. Und dann das. Und nochmal und um. Okay, das Bonusziel, hurra, haben wir ja schon mal. Oh, bei, nee, ich werde den jetzt nicht Kräuter sammeln. Der bringt mir eh nichts. Wir werden jetzt mal uns hier versuchen, in Richtung von Elunes Dingsbums zu begeben. Das ist da oben irgendwo. Vorher nehmen wir noch hier die Wurzeln mit. Okay, haben wir das schon mal wenigstens fertig. Oh, Alter. Ich hatte gehofft, es wird irgendwie einfacher. Aber so richtig auch gerade noch nicht, ne? Moment mal, was war das? Mache ich das? Ah, da ist auch einer. Okay. Der prügelt da gerade auf ihn ein. Okay, der ist um. Ja, der bringt mir nichts, ich weiß. Trotzdem mitgenommen. So, da oben rein. Ach, ja. Ja, ja, Xavius. Staublicher Narr, die Tränen von Elune sind jetzt mein. Wenn Malfurion sie zurück möchte, soll er mich aufsuchen. Ich werde warten. Ja, super. Ich habe richtig Schiss mit ihr hier gerade, ganz ehrlich. Was mache ich, wenn hier mehr als ein Gegner auf mich zustürzt? So richtig AOE hat sie doch hier irgendwie auch nicht, scheint mir. Ich muss hier weg. Vielleicht sollte ich mal aufs Pferd. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich hier tun soll, um, ja, wenn, also wenn hier mehr als einer oder ist, na okay, ey, zwei mag noch gehen, aber bei mehr als drei, ey, da sehe ich doch schon wieder alt aus. Ich will hier irgendwo, ist hier was zum Kräuter sammeln. Ja, hier. Kann ich mal hier vorsichtig rein? Ich will nur das haben. Bin ich gleich wieder weg. Ich muss hier weg. Vielleicht ist meine Ausrüstung mit ihr auch einfach noch nicht gut genug. Das kann natürlich auch sein. Hier ist noch eine Quest. Moment. Der Leichnam von Darcy Heathrow liegt vor euch. Von Pfeilen durchbohrt und mit Stichwunden übersät. In einer Hand umklammert sie eine Notiz, die sie mit letzter Kraft verfasst hat. Die Toten marschieren nach Bradenbach. Bitte helft uns. Sprecht mit Bürgermeister Heathrow in Bradenbach. Ach, mit der Hexe wollte ich eigentlich weiter dann mit euch nach Bradenbach, aber okay. Das können wir ja mit ihr hier auch dann. Das ist ja egal. Falls ich überhaupt mit ihr hier irgendwie nochmal klarkomme. Oh Gott, ey. Wer hätte das gedacht, dass das hier so schwierig wird? Ich hatte echt angenommen, es wird leichter. Aber nein, scheint irgendwie gerade nicht so zu sein. Naja, geben wir jetzt erstmal fröhlich ab. Belohnung wählen. Ja, nehmt mir noch Intelligenz weg. Das ist bestimmt total sinnvoll. Was haben wir hier?
glaube, ich nehme den Schmuck und ersetze die Beeren. Ich ersetze die Beeren. Ja, nee, ich will hier gar nichts öffnen. Ich möchte gerne hier die Beeren ersetzen. Das waren die, ne? Ja. Okay. Was hast du denn? Dank eurer Hilfe ist der Tempel erst einmal sicher. Aber die Tränen von Elune wurden gestohlen und der Weltenbaum Shaladrassil, der einstige Beschützer dieser Lande, ist nun ein Instrument in den Händen unseres Feindes. Der smaragdgrüne Traum selbst wird von einem Albtraum verschlungen. Der Mut verlässt die Herzen unseres Volkes und sein Glaube wird härter geprüft als je zuvor. Kehrt mit meinem Bericht zu Isera zurück. Ich werde mich an Elune wenden, solange es mir noch möglich ist. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Wenn wir sehen, bin ich mir nicht so sicher. So, deine Wurzelproben habe ich. Es ist, wie ich befürchtet hatte, Blutelfe. Diese Verderbnis, sie lässt sich nicht mehr umkehren. Jetzt bleibt uns nur noch eins. Wir müssen einen Weg finden, ihre Quelle zu bekämpfen. Aha. Das kann nicht, das darf nicht wahr sein. Ja, siehst du mal. Habt ihr noch irgendwas für mich? Nee, gerade nicht, ja. Dann müssen wir zu Isera. Okay, das werde ich ja hinkriegen. Eieiei, was für ein Theater hier. Was für ein Theater. So, steig mal auf. Wir müssen mal wieder da runter. Der olle Szenarius muss gerettet werden. Da hat er sich ja mit mir genau den richtigen hier ausgesucht, ey. Wo kann ich denn mal hier durch? Ich glaube, hier kann ich durch, eventuell. Und dann hier irgendwo quer nach darüber. Hier breche ich mir einen Hals. Ja, ne, hier ist nicht gut. Da ist nicht gut, aber eventuell kann ich hier. Guck mal hier vorsichtig. Wenn wir hier so ein bisschen vorsichtig, Fräulein. Es ist doch alles schon schwierig genug. Warte mal, da ist irgendwo... Ich will die Kräuterkunde auf jeden Fall mit dir haben. Also werden wir das hier mal schön mitnehmen. Ich bin ja der Meinung, Inschriftenkunde ist ein Beruf geworden, der nicht mehr sonderlich interessant ist. Aber ich hätte ihn trotzdem ganz gerne. Ich glaube, so richtig tolle Sachen kann die nicht mehr mit ihrer Inschriftenkunde, oder? Die kann bestimmt noch Karten und so ein Zeug machen, die man dann toll verkaufen kann. Aber naja, ich hätte es aber trotzdem ganz gerne auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was der Beruf tatsächlich Cooles bringt. Aber hey, ist jetzt egal. So, Isera. Das sind schlimme Neuigkeiten. Schöpft Kraft aus eurem Mut, denn Azeroth ist jetzt auf seine Helden angewiesen. Mehr als je zuvor. So, braucht ihr mich für? Ach, Szenarius, das ist schon nicht einfach, ne? Und ja, weg ist er. Hurra, die Waldgams. Nein! Nein! Ich habe hier bereits zu viel Zeit vergeudet. Es reicht! Ja. Malfurion ist pissig. Schon wieder. Das hatte ich ja dann schon mit ihm. Oh, ich dotz hier dauernd mit meinem Fuß irgendwo gegen. Raubt Malfurion jede Vernunft. Eilt zum Weltenbaum. Womöglich ist er auf dem Weg dorthin zu jedem unbedachten Risiko bereit. Unterdessen werden wir beide seiner Spur von hier folgen. Malfurion darf nicht fallen. So, Malfurion folgen, alles klar. Dass wir Szenarius an den Albtraum verloren haben, ist ein furchtbarer Schlag für uns alle. Malfurions Wut mag gerechtfertigt sein, aber sein Hass auf Xavius schwelt seit Jahrhunderten. Ich fürchte, dass jemand seine blinde Wut gegen ihn selbst richten wird. Dass jemand seine blinde Wut gegen... Nee, okay. Möge Elune uns auf der Suche nach ihm leiten, auf dass wir heute nicht noch einen weiteren Freund betrauern müssen. Sprecht mit Isera, um nach Malfurion zu suchen. Gemeinsam. Ich spreche doch gerade schon mit ihr. Ja, komm hier, ich bin total bereit. Oh, weia. Das kann ja hier noch ein Spaß werden, wenn ich mich so dämlich mit ihr anstelle, ey. Oh Mann, Mann, Mann. Malfurion ist von Zorn geblendet. Eine lange, düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius. Selbst er kann sich Xavius nicht allein stellen. Wir müssen ihn finden. Die Zeit drängt.
So, das haben wir, aber da ist irgendwo ein Blümchen. Isera, warte mal bitte hier auf mich. Ich muss jetzt erstmal hier nach dem Blümchen gucken. Ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich hier dieses Artefakte einsammeln komplett außer Acht lasse gerade. Es geht gerade völlig an mir vorbei. Ich bin froh, wenn ich hier nicht jämmerlich irgendwie drauf gehe. Aber na gut, schauen wir mal. So, Fräulein, ich habe mein Blümchen gesammelt. Dann kann ich das mal hier abgeben. Was wird nur aus diesem kostbaren Land? Ich habe keine Ahnung, ey. Ich spüre die Anwesenheit einer dunklen Macht, aber es ist nicht Xavius. Es fühlt sich viel zu vertraut an. Es ist die Nähe eines Druiden, der vom Schatten des Albtraums verderbt wurde. Wir müssen uns dieser Bedrohung stellen, wenn wir Xavius finden wollen. Ich werde in die Lüfte aufsteigen und euch von oben unterstützen. Findet den verderbten Druiden und macht seinen bösartigen und pervertierten Plänen ein Ende. Tötet 50 verderbte Kreaturen. Die Lüfte Ach und die ja, Macht super. mir, Ich kenne die lasst Quest ja euch von nun. meiner Macht Mal da durchströmen. wieder rein hier. Das wird ja jetzt ein Spaß. So, jetzt kommen erstmal die hier, ne? Düsterholz. Der labert jetzt, glaube ich, erst noch. Ja, Xavius klar. ist Die nun der labern hier immer Meister alle dieses gern. Waldes. Betretet ihn und ihr gebt euch dem Albtraum hin. Ja. Lava, lava. Lava, lava. So, dann schleuder du mal hier deinen Zorn Mein da auf Leben die für Ecke. Xavius. Das ist ein bisschen unbefriedigend hier mit Zweien. Hier gab es doch irgendwo mehr. Tummeln die sich denn alle rum? Hier hinten sind ein paar mehr. Auch nicht wirklich viel. Hier gab es doch richtig große Gruppen hier. Ja. Meine Macht wird Okay. dieses klägliche Och, jetzt Land hat das hier wieder ewig vernichten. abklingen gedönt sie hier. Ja, schleuder das mal dahin. Okay, das ist sehr unbefriedigend hier gerade. Warte mal, guck mal auf das Pony hier bitte drauf. Wir gucken mal, ob wir Erhebt hier irgendwie euch, gerade eine größere wachst, Gruppe überwuchert finden. diesen Wald. Uah, ja, alles wird gut hier. Isere, ich brauche mal hier, danke. Okay, das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen eine größere Gruppe. Ey, gib mir dieses Ding hier Meine bitte. Macht wird dieses klägliche Oh, Land jetzt labert der mich vernichten. da voll. Das ist nicht wirklich hilfreich. Okay, dahin. Blöde Abklingenzeit hier dauernd. Ey. Warte mal, hier sind ein paar mehr. Da hinten. Mal gucken. So, was waren hier mit dem Artefaktkram? Cave Entrance. Mein Ach Gott. Leben für Cave Xavius. Entrance nicht gut. Guck mal hier. Gott, ich habe erst 14, 17. Oh Gott, ey. Das wird hier echt eine längere Geschichte. Die Quest finde ich doof. Muss ich mal sagen. So, jetzt sind wir da aber schon mal ein paar weg. Ihr Zorn ist einfach. Alter. Nichts kann Hallo? Xavius' Hallo? Macht Wie denn kein standhalten. Pfad? Alter, das ist direkt vor mir. Gottgütiger. Ich werde jetzt gerade hier ein bisschen meckerig. Sieh mir, hier sagt kein Pfad verfügbar und ich stehe direkt davor. Hallo? Blöd ist das. So, warte mal hier. Ja, kein Pfad. Ja, leck mich. Wie denn kein Pfad? Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in Alter, der geht mir jedes ja auf den Tal Sack, der tragen. Typ. Wie denn kein Pfad? Die stehen doch da. Alter, Isera, jetzt spuck da hin, ey. Meine Güte. Wirst du durch die Bäume da mal hier spucken können? Super. Ein Pflänzchen getroffen. Ne? Hier, Erhebt guck mal, da sind euch, doch ganz viele, wachst, ne? überwuchert Spuck da mal diesen rein. Wald. Alles klar, das sieht schon besser aus. Uah, da kommt was. Da kommt was auf mich zu. Isera, du was. Huch, ist da was hinter mir? Ich muss hier auch noch raus, ne, Freunde? Düsterholz hat sich in eine Ich nahe muss Höhle hier auch noch geflüchtet. raus. Folgt ihm und setzt dem ein Ende. Ach so. Meine Mal, Macht ich wird muss. dieses klägliche Betrete die Land Düsterholzhöhle. vernichten. Okay, dann bin ich ja hier eigentlich richtig. Das ist ja super. Das mache ich da gerade noch weg. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich da unten an diesen Kerl dran. Ich ganz allein, ohne Hilfe. Aber warte mal, ich habe hier auch noch einen Schattengeist. Der hilft mir doch auch noch. Ich habe Schiss. Ein bisschen Schissi. Schissi.
Schisili. Okay. Dich soll mal ummachen. Na dann, ich versuche mein Glück. So, bam. Bam. Ich hole mal gleich den komischen Schattengeist hier vielleicht raus. So. So, dann haben wir das. Das. Zünde ich mal hier meinen Dingsbums. Mach das nochmal. Bis ich meinen Wahnsinn hier vollständig habe vielleicht. So, jetzt. Hirneruption. Dann das hinterher. Ja, und jetzt. Ach so. Lernstrom. Ja, mache ich sofort. Mache ich sofort. Hier, Bams. Okay, mache ich das nochmal. Jetzt kann ich aber diesen Blitz auch nochmal machen. Das tut mir leid. Ich muss mir das jetzt hier vorquatschen irgendwie. Ich komme sonst hier nicht klar. Das sollte ich vielleicht mal erneuern. Das kann ich gerade nochmal erneuern. Einfach nur, damit ich es mache. Ja, okay. Jetzt habe ich wieder genug. Hiervon, dann mache ich das. Und tot. Okay. Okay. Es geht leidlich. Also es geht auf jeden Fall besser als am Anfang, würde ich behaupten. Zumindest sterbe ich hier nicht jämmerlich. Aber so richtig fluffen tut das auch nicht. Und wenn da jetzt noch ein zweiter irgendwo dazugekommen wäre, irgendein Ad irgendwo hinter mir oder so, dann glaube ich, hätte ich verdammt alt ausgesehen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube hier an so Rare Mobs, hier Grelda, die olle Hexe zum Beispiel. Ich glaube, da brauche ich mich gar nicht dran trauen. Ich glaube, da brauche ich gar nicht hin. Ich hau hier ab. Traumlaub. Ja, das ist aber schlecht. Obwohl, das Traumlaub hätte ich ja schon ganz gern. So ist ja nicht hier. Mach das mal. Mal gucken, was hier ist. Was ist mit dem Ding hier? Das greift mich gar nicht an. Ach, jetzt ist es wach geworden. Okay, ja. Jetzt kann ich wieder nichts machen hier. Das ist ja mäßig. Okay, jetzt kann ich tot. Tot ist gut. Nee, brauche ich nicht. Mal komme ich da so ran, ohne dass mich irgendwas anfällt? Nö, natürlich nicht. Okay, dann nicht. Mal, ich kann aber Lerneruption. Aber ihr werdet es mir hoffentlich verzeihen, dass ich hier so blöd vor mich als hinplappere. Aber ich versuche wirklich irgendwie so ein bisschen hier mit diesem Kram zurechtzukommen. Da hinten ist jetzt auch nichts. Das lasse ich da stehen. Ich verpiss mich mal hier jetzt. Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das gerade hier einigermaßen erfolgreich hingekriegt habe. Nein, ich will nicht mit dir spielen. Geh weg. Ich will hier irgendwo abgeben. Isera, mach das da weg hinter mir. Das verfolgt mich. Ne? Oh ja, gleich zwei. Okay, das sind aber nur so kleine hier. Das sollte jetzt auch gerade mal so gehen. Okay. Isera? Ja. Seid versichert, ihr habt das einzig Mögliche getan. Ist ein Sterblicher erst einmal dem Albtraum anheimgefallen, gibt es kein Zurück. Nur der Tod bringt dann noch die Erlösung. Wähle eine Belohnung. Oh, ich kriege irgendwas Cooles hier. Die Schultern, die nehme ich, glaube ich. Ja, ich denke, ich brauche auch einfach bessere Ausrüstung. So, ich war auch zwischenzeitlich dann natürlich mit ihr wieder in Dalaran gelandet. Da lief doch ein Priester hinter mir her, wie ein Bescheuerter. Da müssen wir unbedingt mal gucken, was der von mir will. So, ja. Malfurion ist in der Nähe, ich kann ihn spüren. Ihr seht auf dem Gipfel von Andu Talanach und ich durchsuche weiterhin den Wald. Eilt euch, die Zeit drängt. Können wir nicht einfach zusammengehen? Ich soll dahin. Such den Andutalar ab. Toll. Ganz toll. Hier ist aber irgendwo... Warte doch mal bitte. Kann ich hier mal ohne mehr alles... Aha. Da haben wir es doch. Das will ich auf jeden Fall haben. Och nein. Warum? Ich pflück hier nur Blümchen, Alter. Stehe ich hier wieder blöd. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist blöd, blöd, blöd. So, jetzt kann ich aber das machen und dann ist es um. Das ist es schon mal viel wert. Ach Gott, oh Gott.
So, wo soll ich, was soll ich? Da soll ich rein. Ach so, und ich habe hier noch Kräuterhaken. Die Quest habe ich irgendwie bekommen für Kräuterkunde. Da muss ich dann mal gucken, wann ich hier irgendwas hacken kann. Und Pigmente bekomme. So, ich mache das. Dann machen wir den hier gleich und da hier. Habe ich den jetzt gemacht? Der kanalisiert doch, dachte ich. Nein. Das macht mich ganz nervös. Warte mal, der Lernblitz. Nee, der ist sofort. Der kanalisiert nicht. So. Artefakt macht irgendwo da hinten. Ach, da suche ich mich da wieder tot. Ey. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch. Blöder Artefakt macht er dauernd. Was willst du? Ich werde mir jetzt redlich Mühe geben, dich umzumachen, mein Freund. Oh, ich glaube, ich bräuchte mal. Ich mache mal mein Schild. Mit meinem Schild bin ich ja im Moment ein bisschen geizig, ne? Muss ich ja mal sagen. So, jetzt kann ich das wieder machen. So, und dann kann ich das machen. Dann ist der tot. So, Malfurion, mein Freund. Ich versuche hier wirklich mein Möglichstes, dich zu finden. Da steht schon was Malfurion-mäßiges. Jetzt habe ich mich echt richtig gerade erschrocken, weil der Bildschirm schwarz wurde. Ich habe gedacht, jetzt ist das Spiel wieder abgestürzt. Jo, das war's dann mal wieder mit Isera. Aber habe ich ja beim ersten Mal schon gesagt, die gefällt mir so viel besser. In diesem schicken Rot-Lila. Ach ja, Tyrande, du bist schon wieder zu spät. Die Frau ist einfach nie pünktlich. Mein Gott. Sie sind umzingelt. Mein Gatte Malfurion, was ist aus ihm geworden? Weggeflogen. Schon wieder. Mein Geliebter, ich sah ihn in einer Vision. Er war zornig, dann litt er plötzlich Qualen und nun kann mein Geist ihn nicht mehr erreichen. Blutelfe, ich weiß, wir haben wenig Grund, einander zu vertrauen, doch ich werde eure Hilfe nicht ablehnen. Wenn euch die Unantastbarkeit dieser Welt etwas bedeutet, werdet ihr mich begleiten. Ja, super. Kann ich ja alles machen, ey. Hier liegt überall Kram und ich habe richtig Schiss, mir den zu holen, ey. Scheiße. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ist da hier mittendrin da bei dem Gewusel hier? Ich muss jetzt eh wieder hier durch, ne? Ich das richtig sehe. Da kommt was. Da kommt was. Ich habe aber keine Zeit für dich. Geh weiter, geh weg. Pfui. Nein, Alter! Jetzt bleibt die an der Laterne hängen, die Holzbirne. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Geh da rein. Oh, nee. Kommt der hier rein? Der ist da noch. Nee, jetzt habe ich keine Aggro mehr. Wir Okay. vergeuden Zeit. Bete, dass mein Mann all das hier lebend übersteht, Blutelfe. Alter, willst du mir drohen oder was, du Holzbirne? Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Xavius ist hier vorbeigekommen, doch sein Ziel ist nicht ganz klar. Der Albtraum vernebelt mir die Sinne. Diese Flüchtlinge haben von einem uralten Mondbrunnen gesprochen, der in den Ruinen vor uns verborgen liegt. Wenn er der Verderbnis widerstehen konnte, wird er mir die nötige Konzentration verleihen. Bei Ilunes Licht, wir werden meinen Gatten finden. Sucht mich sofort am Mondbrunnen auf. Beschützt Tyrande. Ach du Scheiße. Diese Quest könnte mir jetzt den Hals brechen. Da habe ich mit meiner Schurkin so kläglich versagt. Ihr habt keine Vorstellung.
Ist dies das Ende? Ja, ich weiß es auch nicht, wahrscheinlich schon. Unser geliebter Malfurion. Ich sah ihn in den Klauen der Träumerin, aber Isera war so anders, so verderbt. Schaladrassil, unser mächtiger Weltenbaum, ist bis zur Unendlichkeit durch die Verderbnis entstellt. Wir mussten aus unserem Zuhause fliehen und unsere Habseligkeiten zurücklassen. Einige davon waren Erbstücke, die uns heilig sind. Ich bitte euch, Priesterin, bringt sie mir zurück, wenn ihr könnt. Beschafft 5 Erbstücke aus dem Schattenmoor. Ashafila. Die So, und Schnur bei Allah. dir, als ob Schaladrassils sich nähernde Wurzeln noch nicht reichen würden. Was? Als ob Schaladrassils sich nähernde Wurzeln noch nicht reichen würden. Aha. Wollen jetzt die Wurmkrallenharpyien auch noch unsere Misere ausnutzen? Tötet sie, Blutelfe. Das verdienen sie dafür, dass sie sich an unserem Elend weiden. Und deswegen soll ich 15 Stück töten. Ist Okay. bald. Okay, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber diese Quest am Mondbrunnen habe ich also so mit meinem Schurken nicht hingekriegt. Es war nichts zu wollen. Ich musste dann erst irgendwann, ich habe mir dann einfach mal einen Begleiter mitgenommen, aus der Ordenshalle. Und mit dem hat es dann richtig geil geflufft, auf Anhieb. Ich werde jetzt erstmal hier die Quest versuchen von Tyrande, ob wir die schaffen. Und ansonsten gucke ich mal, was in der Ordenshalle los ist. Da war ich ja irgendwie auch nicht mehr. Sie Naja, verderben alles, ja, was wir berühren. Tyrande, bei meiner Ehre. Warte mal, Tyrande, bevor hier meine Ehre und so, werde ich mir doch erstmal noch Pfefferhaxen reinhauen. Das kann mir eigentlich nur helfen. Ich muss mich auf die Vision konzentrieren, um die Botschaft zu verstehen. Wir hatten unsere Differenzen, aber die Sache hier ist zu wichtig. Kann ich euch vertrauen? Verlass dich mal nicht drauf. Ich versuch's gerne einmal, Nichts aber wie darf meine gesagt. Meditation stören. Mit der Schurkin bin ich hier ganz kläglich gescheitert, weil es dann einfach zu viele waren. Die ersten zwei, drei hier waren überhaupt kein Problem. Aber es wurden dann als mehr. Jetzt kommt da hinten nämlich auch schon die zweite. Und ich hatte dann mit der keine Energie mehr. Ich konnte mich auch nicht mehr richtig hochheilen. War alles nicht gut. Bin hier richtig, hab ich's verkackt, ey. Weiß jetzt auch gar nicht, ob das richtig ist, was ich hier treibe. Ich versuche jetzt einfach gerade wirklich erstmal irgendwas hier einfach zu drücken. Du kriegst jetzt mal das, dann das, dann das. Ja, ich brauche mal Heilung. Welch bösartiges Gelächter! Naja, Sarius, mal ihr ab hier mit der verachtenswertes Scheusal! Heilung. Ich werde euch Oh, kriegen! wird knapp hier, ich merke das schon. Es wird enger. So. Oh weia, oh weia, oh weia. Schauen wir mal. Vielleicht Heilung noch mal zwischendurch. Mach mal mein Schild an. Dann machen wir das. Ja, jetzt ist mein Wahnsinn schon wieder weg. Kommt da jetzt noch eine nach? Nein. Oh. Seine Position ist immer noch Okay. unklar, doch er lebt. Wir müssen Also, tiefer hier in den habe ich das jetzt Albtraum vordringen. immerhin schon mal auf Wo immer Anhieb er ist, hingekriegt. die Gefahr ist nicht weit. Ja, die Gefahr ist nicht weit. Also, ich habe es mit ihr auf Anhieb schon mal hingekriegt. Das ist doch schon mal Worauf warten super. wir? Er lebt noch, aber alles Weitere müssen wir erst in Erfahrung bringen. Beten wir um euretwillen, dass er unverletzt ist. Ja, das verstehe ich bis heute nicht, weil es blöde Kuh. Ich gebe mir hier so viel Mühe. Und die droht mir hier dauernd. Ich kann nicht klar denken. Ja, geh halt stiften. Der Mondbrunnen ist zwar immer noch rein, aber der verderbte Einfluss des Albtraums ist weiter vorhanden. Kommt, lasst uns in die Zuflucht zurückkehren und unsere Gedanken sammeln. Danach werden wir weiter nach meinem Mann suchen. Kehrt in die Sternensang-Zuflucht zurück. Ja, du kannst ja schon Treffen mal Sie an gehen. der Zuflucht, dann Ich werden werde wir auf jeden Fall unsere hier Suche bleiben und die fortsetzen. Folge beenden und wir werden hier beim nächsten Mal noch diesen Kram hier erledigen müssen. Ja, ihr Lieben. Jetzt bin ich aber gerade mal ganz stolz auf mich, dass ich hier nicht total verkackt habe, wenigstens. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, empfehlt mich weiter und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, eure Trin.